Moin Leute, zu den News. Heute mit neuen Bildern zu Deadpool. Offizielle Bilder diesmal. Und etwas Neues zu Wolverine Teil 3. Beginnen wir mit neuen Bildern zu Deadpool. Und zwar wurden da drei offizielle neue Bilder gezeigt. Zwischendurch kommen natürlich immer welche, aber die wollte ich euch gerade zeigen. Aber auf jeden Fall sieht man hier das Kostüm von Deadpool, was ziemlich gut aussieht. So, sag ich mal, unbearbeitet in dem Film. Natürlich könnte es sein, dass diese Bilder bearbeitet worden sind. Aber ich habe mir sehr viele Gedanken drum gemacht und habe gedacht, dass sehr viel von dem Kostüm, sagen wir mal, mit CGI aufgewertet wird. Aber diese Bilder sagen schon, dass das Kostüm komplett echt aussieht und auch ohne CGI ganz gut vorankommt. Finde ich gut. Außerdem, wer ist diese Frau hier? Ich hätte jetzt auf Domino geschätzt, aber angeblich ist es eine Copycat oder heißt sie Copycat. Und ist ein Metamorph. Ich habe mir da mal was rausgesucht. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich ist, aber sie wird eine Copycat wird angegeben als Schauspielerin da drin. Und die kann man so ein bisschen beschreiben als Super Mystik. Also sie kann sich in andere Menschen verwandeln, aber auch in andere X-Men, beziehungsweise andere Leute mit Superkräften. Kann diese komplett übernehmen, sowie Charakterzüge und alles Mögliche. Und da stand auch bei, dass selbst Leute wie Professor X, die Gedanken lesen können, es sehr schwer haben sollten, Copycat von anderen, also von den Originalen zu unterscheiden. Finde ich ein bisschen eine OP-Kraft, aber... Und dann noch zu Wolverine Teil 3. Und zwar wurde ein erstes Teaserbild veröffentlicht von Hugh Jackman selbst. Mit dem Hashtag One Last Time, wo dann hier so steht, so mit einem so Ding out und sagt, vermutlich One Last Time, deswegen einer. Aber ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie mit dem Mittelfinger gedeutet wird. Und dazu geschrieben hat er, das letzte Mal die Klauen, 50 Wörter oder weniger, was soll passieren? Und das ist so ein bisschen interaktives Skriptschreiben, was ich ganz interessant finde und ganz gut eigentlich. Denn so können die mehr darauf achten, was die Fans denn eigentlich wollen. Und er hat auch gesagt, er liest sich so viele es geht durch, was ich ziemlich gut finde. Und so Sachen wie zum Beispiel der Deadpool aus Wolverine Teil 1 könnten verhindert werden. Das war's für die News heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt hier auf zwei letzte Videos und hier auf Abonnieren und ihr seht mehr.